just take girls that aren't me. Hey Leute, hier sind wir Robner und der Benny von den Two Epic Buddies und heute gibt's mal wieder ein Top 5 und heute geht's um die Top 5 schlechten Waffen in Call of Duty Advanced Warfare und ich würde sagen, Benny startet gleich mal mit dem fünften Platz. Genau, da haben wir nämlich eine SMG genommen, nämlich die MP11. Ist gar nicht mal so schlecht, nur das Ding hat einfach so einen riesengroßen Rückstoß und durch das ganze Rumgehüpfen und teilweise durch größere Distanzen ist es einfach eine schlechte SMG. Da ist man einfach in den ganzen anderen Waffen meiner Meinung nach deutlich unterlegen und es ist einfach schwierig, dass man mit der Waffe wirklich dann jemanden killt. Und ja, ich finde die nicht so besonders gut. Was hältst du von der Waffe? Man kann sie vergleichen, also den Rückstoß mit der Scorpion aus Black Ops 2 mit Schnellfeuer. So auf die Art fühlt sich die an. Also man reißt einfach komplett nach oben, kann den Rückstoß gar nicht kontrollieren und deswegen, ja, einfach unmöglich auf Distanz mit der irgendwen zu killen. Und genau, eins kann man noch dazu sagen, wir haben aus jeder Waffenkategorie, also gut, aus jeder Waffenkategorie, die schlechte Waffe rausgesucht. Und ja, aus den Sturmgewehren ist keine dabei, weil die fanden wir eigentlich alle relativ gut im Vergleich zu den anderen, die heute noch kommen werden. Und ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 4. Da haben wir die XMG. Ihr kennt sie vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Das ist ein MG, das Akimbo-Style getragen wird, wie eine Vector-Akimbo. Und ja, das Ding ist, bei der Waffe, die trifft einfach nichts. Egal was, die hat bei beiden Waffen 150 Schuss drin, also ihr rennt mit 300 Schuss rum und ihr trefft einfach gar nichts. Auf Distanz sowieso komplett unmöglich. Ja. Im Nahkampf geht sie gerade noch so klar. Man kann auch so ein Geschütz vom das MG aufstellen und dann schießen. Aber ja, keine Ahnung, bei dem Game, wo es alle so rumhüpfen, ist das eher unnötig. Und deswegen ist die Waffe eigentlich auch richtig, richtig schlecht. Genau, und speziell mit der Hüftstreuung, da dauert es einfach auch auf kurze Distanz einfach zu lange, um den Gegner zu töten. Also die Zeit, um den Gegner zu töten, ist einfach auch viel zu lange auf kurze Distanz. Und deshalb einfach eine schlechte Waffe, mehr kann man glaube ich dazu nicht sagen. Und nein, das, wir haben keine Laserwaffe genommen, weil die ist wirklich auf dem PC, sind die Laserwaffen sau stark. Und deshalb ist da klar einfach die schlechteste Waffe, die XMG. Ja. Ja. Genau, deshalb, dann kommen wir auch gleich zu Platz Nummer 3 und da haben wir eine Shotgun genommen, nämlich die S12 und bei dem Spiel, wo so viel rumgehüpft wird, da muss man sagen, finde ich persönlich die Shotguns generell schlecht und die S12, das ist ja die vollautomatische Shotgun in Advanced Warfare, die ist total schlecht, du hast 8 Schuss im Magazin und du brauchst selbst, wenn der Gegner 2 Meter vor dir steht und nicht rumhüpft, brauchst du mindestens 3 Hitmarker, um den zu töten. Ich weiß nicht, was da los ist mit der Waffe und generell, auch wenn der Gegner 5 Meter entfernt ist, musst du das ganze Magazin rausballern, um vielleicht eine Chance zu haben, dass du den killst, aber selbst, der springt einfach einmal in die Höhe, gibt dir einen Turner und killt dich, das Ding macht keinen Schaden, ist einfach schlecht und mehr kann man dazu fast nicht sagen, deshalb eine der schlechtesten Waffen. Ja, das merkt man auch, also generell die Shotguns in AWE sind nicht gerade die besten, auch wenn man jetzt zum Beispiel infiziert sagt, es ist so unmöglich einfach lange zu überleben, weil die Shotgun, da muss man so nah rankommen an die, dass die dich eigentlich messern können, genau. Deswegen ja. Richtig, nee, die Shotguns in dem Game gehen nicht, die sind nicht so OP wie in Black Ops 2, ist auch irgendwie gut so, glaube ich. Ja, finde ich auch. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 2, da haben wir eine richtig, richtig kack Sniper. Ihr kennt sie vielleicht schon, die NA-45. Mit der Waffe braucht man 2 Schuss fast immer. Ich glaube, gerade mal bei einem Headshot oder wenn man einen Nacken trifft, hat man einen One-Shot. Aber die Waffe hat gerade mal 2 Schuss im Magazin und danach muss man nachladen. Das heißt, wenn ihr die 2 nicht trefft oder einen nicht trefft, dann könnt ihr im Grunde schon nachladen, weil einen zweiten Headshot machen ist nicht gerade das Einfachste bei einem Game, wo alle rumspringen. Und deswegen auch verdient auf dem Platz. Genau, ich muss noch dazu sagen, es ist auch der Rückstoß der Waffe so hoch, auch wenn du einen Gegner beim ersten Schuss triffst, die Waffe verzieht erstmal so, dass du beim zweiten Schuss auch, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass du den zweiten Schuss nicht triffst und es ist unmöglich, dass du da irgendwie mal 3-4 Gegner in Folge tötest, weil du musst immer 100er Prezi haben und ohne Scheiß, man stirbt heutzutage bei den Waffen teilweise so schnell, speziell wenn da einer mit dieser Morse heißt, glaube ich, die eine One-Shot-Sniper daherkommt, ja. Da stirbst du einfach instant, du hast keine Chance dagegen und ja, du kannst auch nicht irgendwie auf Schnelligkeit irgendwie ausgelegt sein, dass du jetzt sagst, okay, ich gucke einfach, dass ich schnell drauf bin und spray dann, weil du hast ja nur 2 Schuss im Magazin, das ist unmöglich, keine Ahnung, was sich da die Leute gedacht haben, ich verstehe es nicht, das ist ein Ding, das kannst du nicht zocken, ehrlich gesagt. Ich habe auch probiert, aus der Hüfte mal zu schießen mit 2 Schuss, ja, kannst du gleich vergessen, wenn der einer nicht trifft, ist es schon vorbei und ja. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Platz Nummer 1, da haben wir eine Waffe genommen, die unter der Kategorie Spezial drin ist und das ist der MDW-Granatwerfer, das ist irgendwie so ein halbautomatischer Granatwerfer, der Granaten rauswirft, die nach einer gewissen Zeit einfach explodieren und
Boah, was soll man mit dem Ding anfangen, wenn ein Gegner vor dir steht und du schießt ihm die Granaten hin? Erstens mal brauchst du, glaube ich, 3 Granaten, dass der Gegner stirbt. Zumindest habe ich immer mindestens 3 Hitmarker bekommen, bevor der Gegner gestorben ist. Und ja, wenn der in die Luft springt, tut ihm das gar nichts. Das heißt, was sollst du mit so einem Ding machen? Du kannst kaum was killen. Und irgendwie finde ich den nutzlos, wenn man Double Jumps machen kann. Keine Ahnung, was der bringt. Und ja. Vor allem, weil das im Primärbereich ist, bei den Primärwaffen. Das heißt, es ist nicht eine Sekundärwaffe oder so wie eine Pistole, sondern es ist da, wo die AK-12 und was weiß ich alles ist. Das heißt, es ist komplett unnötig. Ihr spielt lieber mit einer normalen Waffe als mit der. Keine Ahnung, warum die da ist, warum die nicht im Sekundärbereich ist. Auch echt keinen Zweck, wo die Waffe Sinn macht. Also, ich wüsste nicht, wo man, in welchem Spielmodus, bei welcher Situation die Waffe Sinn macht. Keine Ahnung, bringt einfach gar nichts aus dem. Ja. Gut. Ja. Ja, ich glaube, das war's wieder, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ihr könnt mal gerne eure Meinung zu den Top 5 der schlechtesten Waffen reinschreiben. Ich finde, heute war die Entscheidung irgendwie nicht so schwer, weil das war eine klare Angelegenheit. Wie siehst du das? Ja, glaube ich auch. Also, es gibt nicht wirklich schlechtere Waffen in Abi, finde ich. Und genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann spritzt mal wieder den Like-Button ab und Benny hat die Abschlussvideo. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.